Das muss man schon erstmal hinkriegen. Das Überleben, sagen wir mal so. Ihr werdet nie entkommen. Also, ich dachte schon, wo er bleibt, aber er hat hier noch Business. Ah, scheiße, ich bin auch nicht in die Distanz. Muss natürlich, ansagen, ne? Weil wenn ich jetzt hier Scheiße baue, dann krieg ich den ganzen Flame abbekommen, weil ich keine Ahnung habe, was ich machen soll oder was meine Aufgabe ist. Ich meine, als Damage-Dealer kann man natürlich nicht viel falsch machen, ne? Einfach Schaden raushauen, bisschen ausweichen. Den blauen killen, dann braun, dann Monster. Gut, es ist doch, ist angekommen. Also wenn es nichts anderes zu wissen gibt, blau die Heilung unterbrechen, alles klar, das kriegen wir auch schon hin. Da sind wir geübter Meister. Also dann würde ich sagen, Ladies first. Ihr seid hier nicht willkommen. Ja, ich weiß nicht, ob ich da dann Vendetta... Oh, scheiße. Wir haben schon gelernt, die Fähigkeit am besten lieber ausweichen. Ja, macht ja nur Wasserblitze. Ist ja keine Heilung, da sollte ich noch... Oh, scheiße. Genau. Da haben wir richtig gehandelt. Schön gestunt. Also, Leute, Mini-Guide. Einer ist tot! Oh, Bullcrap. Oh, scheiße. Nee. Wie willst du das denn bitte schaffen, wenn der Heiler tot ist? Also ich glaube, den kriegen wir noch kaputt. Aber was dann? Der Wald schützt uns. Ausgeraubt. Neues Leben. Ne, da ziehe ich mich zurück. That's too much. Oh, ich sterbe sogar, glaube ich, noch. Da ziehe ich mir den Trank rein. Also ich muss ihn leider der da verrecken Wald lassen. Schützt uns. Ziehe ich mich lieber zurück. Gut, dann mache ich eine Massenwiederbelebung. Das habe ich, glaube ich, noch drauf. Ach nö. Also, wenn er so ist und sie sich alle wieder da vorne hin teleportieren, dann spare ich mir lieber die Massenwiederbelebung und dann müsst ihr eine Weile laufen, ne? Ja, schön. Der erste Vibe kann mal vorkommen. Bin überrascht, dass es gerade hier passiert ist, aber die Heilerin hat nicht aufgepasst und ist einfach draufgegangen. Beim Damage-Dealer hätte man das vielleicht noch verkraften können. Aber, ha! Wenn die Heilerin drauf geht, ja, dann kannst du schlecht viel machen, ne? Kannst du nur dämlich aus der Wäsche gucken, wie alle verrecken. Ja, eine gute Vorteil, ein Schurke zu sein. Du kannst dich aus dieser Situation sehr schnell befreien. Ach, cool. Meisterhaftes Reiten muss ich noch lernen. Cool. Wusste gar nicht, dass es noch, dass es noch weiter geht mit den Reiten. Macht ja nichts. Vibe kann passieren. Es ist ja nichts Neues. Jeder, der WoW spielt, weiß, das gehört zum Alltag dazu. Ihr seid hier nicht willkommen. Das war eine ziemliche dämliche und nicht gerade sehr schlaue Aktion. Vor allen Dingen sind nicht mal alle Gruppenmitglieder dort. Der kann nicht mal die scheiß Agro aufnehmen. Heilerin ist tot. Und da ich nicht mal verschwinden habe, sieht das für mich gerade danach aus, dass ich gleich als nächstes draufgehen werde. Wenn ich lange genug von ihm weglaufe, bis ich verschwinden wieder da habe, könnte ich es noch schaffen. Oder die Dinger respawnen. Ja, aber was? Willst du mich verarschen von so einer Reichweite? Der Wald schützt uns. Nö. Nö. Weißt du was? Lutsch mir ein. Oh, scheiße. Ich muss nur lang genug durchhalten! Ja, jetzt! Auf Wiedersehen! Na, dann tristet! Oh, Alter, wie ich das noch gerade so überlebt habe. What the fuck? Was macht ihr da für eine Kacke? Das war jetzt aber der Tank schuld, ne? Der ist einfach mal wieder in die Boss reingelaufen, wie so ein Lappen. Das ist natürlich sehr schlau. Wenn man natürlich wieder wipen will, ist das natürlich eine Sache, die man machen kann, ne?
da esse ich mein Truthähnchen. Wer hätte gedacht, dass die eine Dungeon so viel Probleme machen kann? Na gut. Kann man verzeihen, Fehler macht jeder. Das ist natürlich nichts Neues. Solange sie sich nicht wiederholen. Das war natürlich... Er hat die Abkürzung gefunden. Sehr schön. Aber leider zum beschissensten Zeitpunkt hast du sie gefunden. Dann würde ich sagen, versucht mal die verdammte Heilerin am Leben zu halten. Ne? Die ist ja gerade eben schön krepiert. Wie der letzte Waschlappen. Und das ist nicht negativ gemeint. Ja, mal sehen. Mal sehen. Ich bin guter Dinger, dass wir das jetzt... Dass der dritte Versuch der letzte Versuch sein wird. Aller guten Dinge sind drei. So sehe ich das auf jeden Fall. Sofern ihr ready seid, könnten wir die Sache angehen, ne? Da kann man nicht viel falsch machen. Bitte, lieber Tank. Ladies first. Ihr seid hier nicht willkommen. Am besten Finte rein. Ja! Sehr gut. Also wenn du schon sagst, der soll als erstes sterben, dann würde ich doch mal sagen, wie wär's mal, wenn du auch die Scheiß... Oh nein. Wenn das jetzt nicht hinbekommt, dann raste ich aus. Ah nein, den Schuss lasse ich auf mich ergehen. Einfach mal wieder, weil ich Aggro fresse. Musste sein, ich musste ein bisschen Schaden opfern, um ihn noch zu stunnen. Also um ihn noch beim Heim zu unterbrechen. Anders scheint es ja wohl nicht zu gehen, ne? Nierenhieb. Haben wir ein bisschen weniger... Problem am Hals. Schön aufpassen, dass der sich nicht heilt. Und die Jägerin ist tot. Ja. That escalated quickly, wie man so schön sagt. Dafür ist der erste down. Ach, die wurde wiederbelebt mit Battle Rest. Genau. Ja, läuft doch wenigstens auf jeden Fall geschmeidiger als noch vor zwei Versuchen davor. Wo die Heilerin einfach mal stock gestorben ist. Meine Fresse, wie wäre es, wenn ihr einfach mal beide drauf geht? Das wäre mir eine sehr, sehr... Ja, dann kann man das so sagen. Würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt endlich mal das Zeitliche seht. Ich habe auch noch einen Terminplan, der eingehalten werden müsste. Einfach schön stunnen. So oft es geht am besten. Genau, gerade dann, wenn er mich auch noch in Target nimmt, sollte ich ihn erst recht stunnen. Gott sei Dank. Jetzt kommt schon. Ihr Tunden, Alter. Geht doch mal drauf. Hab ja schon gegen Schlammkrabben gekämpft, die gefährlicher waren. Nope. Ach. Fuck. Damit habe ich nicht gerechnet. Dass ich das nicht wegstunnen kann, das war unerwartet. Bei den beiden anderen ging es ja noch. Schönen Schaden reinhauen, rausgehen aus der Grütze, tot, tot, tot. So Leute, jetzt wisst ihr, wie man es machen muss. Das davor war falsch und wir haben Loot bekommen. Gott im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Wo ist der Kackgürtel? Hast du da? Der ist auch so verdammt gut.
Das ermöglicht uns, glaube ich, jetzt in die epischen Dungeon rein. Nein, 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 nein. In die epischen komme ich mit 610 rein. Das war ja nur für die Non-Heroes, war es ja, stimmt. Ich verwechsel immer beide Seiten. Wo geht's lang? Wir können ja den wir können doch die zusätzlichen, den zusätzlichen Macker machen. Ist ja ein Bonusziel, gibt zwar keine Erfahrungspunkte, Gold aber alle Male. Und zwar ordentlich. Und ich brauche Loot. Ja, easy hört sich doch schon mal. Easy hört sich doch schon mal ausgesprochen gut an, ne? Das ist doch der jedermann, der hören will. Wenn er Ghoul fressen will, den Ghoul schneller killen, als er ihn fressen kann. Yay. Das klingt doch logisch. Na, dann wollen wir mal rein, ne? Und den Herrn einen Besuch abstatten. Sonst heilt er sich 25%. Das ist ordentlich. Das ist ein Viertel von denen. Ach, das ist eine Spinne. Mhm. Ja. Dann würde ich mal sagen, the stage is yours. Wenn das Viech mal endlich runterkrabbeln würde. Oder muss man irgendwelche Gifteier zerschmettern? Oder irgendwas anzünden? Oder hier auf ein Silbertablett servieren lassen? Ach ja, Tatsache. Man muss erstmal die Aufmerksamkeit von den guten Herren bekommen. Da schwebt er in der Luft. Ja. Wie wär's? Du, ich, nein. Also die Antwort war definitiv nein. Alles klar. Komm schon, Jetzt komm jetzt runter und, geh... Oh, scheiße, in der Katze sollte ich nicht drin stehen. Was für ein Hänger. Sag ich nur. Was für ein Abhänger. Überflieger, Abhänger, wie ihr es nennen wollt. So, ich glaube, hier haben wir den Ghoul, von dem er sprach. Und ich bin von Kotze nur so übergeben. Muss ich mich natürlich auch. Ja, die Frage ist, wann kommt der Typ mal endlich in den Einsatz? Ich sehe hier Spinnen, 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 aber der gute Herr, der krabbelt da noch und macht einen auf... Ach, sehr schön. Da hat er sich mal endlich dazu entschlossen, mal herzukommen und sich die Arsch polieren zu lassen. Sehr gut. Das zeugt doch von Stärke. Da hast du Vendetta. Hier, Blutung. Jetzt kriegst du Vendetta noch auf die Fresse. Und BAM! 23k in deine Face. Genau, hier haben wir ihn. Er muss schneller sterben, als er ihn fressen kann. Tja, das war's mit dem Thema Fressi. Fresschenzeit ist für dich wohl, glaube ich, schon abgelaufen. Ja, aber er hat recht. Ist nicht wirklich schwierig. Einfach nur darauf achten, dass er hier die Ghule nicht verspeist. Sonst 25%, das ist wirklich ein Viertel. Das darf man nicht unterschätzen. Okay, wieder an den Ghul setzt er sich ran. Da sollten wir direkt... ja, da ist er. Ich muss ihn erstmal ins Target kriegen. Ich kann mir vorstellen, dass das in den heroischen... heroisch schwerer wird. Genau, schön unterbrechen einfach, damit helfen wir den Tank ungemein weiter. Ja, ist ziemlich asozial, ne? Seine eigenen Kollegen fressen, das ist natürlich weiß nicht. Cool ist das nicht, um ehrlich zu sein. Dafür gibt es keinen Coolness-Faktor, muss man dazu sagen. Kannibalismus, so sieht's aus. Oder in diesem Fall Ghoulilismus. Ghoulilismus.
Ja, ich würde hier sagen, hier kann man ihn ey, wirklich jetzt endlich fokussen, ne? Nein, doch nicht. Sonst schafft er es noch. Kein Bock, mich jetzt noch hier länger mit ihm rumzuprügeln. Na komm, jetzt bist du dran. Und tschüss, jetzt gib mir Loot und ich bin zufrieden. Nein. Die Antwort auf die Frage war ein definitives, klares Nope. Da hat dir Blizzard einfach den Stinkefinger gezeigt und gesagt, hier, Gürtel reicht. Fertig. Ja, dann gehe ich mal in die Unsichtbarkeit vor und schau mir an, was da noch ist. Da haben wir Erzmagier. Okay, in die sollte ich nicht reintreten. Scheint eine dumme Entscheidung gewesen zu sein. Ach, direkt geht er da schon ran. Wie ein Held. Ach, die sind aber alle infiziert mit diesem komischen, ja, Tentakel. Klingt ein bisschen Porno, aber ich bin eingefroren. Scheiße. Ich bin gleich tot. Scheiße. 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 Doppelte Kacke. Kacke! Alter, das ist jetzt nicht mehr witzig. Ich muss mich jetzt immun gegen alles hier machen. Mir einen Trank zudröhnen, weil sonst ich draufgehe. Oh, scheiße, ich bin tot. Nein, das überlebe ich nicht. Das hat gesessen. Weil sie wird eingefroren, sie schafft es nicht zu heilen, ich sterbe. Das ist sozusagen die Konsequenz daraus. Ja. Ja. Geweibt an einer Gruppe. An einer Gruppe von Ads. Bin ich amused? Ganz und gar nicht. Ich bin angepisst. Ja gut, dann müssen wir schnell hinlaufen, ne? Es lohnt sich ja nicht, da jetzt einen toten Mann zu spielen und da jetzt tausende von Jahren zu warten, bis der endlich mal seinen Arsch dahin bewegt. Das müssen wir wohl selber in die Hand nehmen. Schön aufpassen, dass wir hier nichts pullen, also... Ja, kann ich auch nur, mein Freund. Ich kann auch nur einen, in die Eier treten. Hätte er gesagt, wen wir dispellen sollen, hätte ich das gemacht. Aber er sagt ja nichts. Der schweigt und genießt, ne? Das ist nicht gerade die schlauste Idee. Aber einer ist, glaube ich, gefallen. Ein zweiter, nein, ich sag schon zweiter. Der vierte Vibe. Nein, dritter Vibe, sorry. Wir wollen es ja genau halten. Dokumentieren. Analysieren. Und besser machen.